Was geht ab, meine Z-Fighter, Osri hier. Und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 25. Ihr merkt was, heute ist Montag, richtig. Ich kam leider die letzten Tage nicht dazu. Das Team-Rating-Video selbst kommt entweder Samstag oder Sonntag in der Regel. Und Freitag kommt die Einsendung mit Hashtag Team Osru. Alle Informationen sind, by the way, in der Beschreibung, in den Links verlinkt, etc. Blabla, könnt ihr gerne reinsehen. Aber, ja, ich kam nicht dazu. Ich habe letzte 2 Tage beim Stuttgarter Stadtlauf gearbeitet und deswegen... Ein Tag Verspätung, sorry dafür, aber ich würde sagen, wir legen dementsprechend direkt los. So, und zwar das erste Team ist von David Kramer, schätze ich mal, was geht ab, Mate. Ja, David Kramer. GG. Hashtag Team Osru, das ist mein jetziges Dream of Gods Team, würde gerne deine Meinung hören und fliege noch auf YouTube. Vielen Dank, Mate, vielen lieben Dank. Und zwar haben wir hier an der Stelle ein Dream of Gods Team. Alle Charaktere entsprechen dem Leader Skill von Ultra 1, klingt Göcke. Also haben wir hier schon mal 6 Punkte an der Stelle. Alle Charaktere sind Max und Max Awake. Yes, das sind sie. Dann haben wir schon mal solide 8 von 10 Punkten. Nun, wenn ich das Team so betrachte, dann sehen wir auf jeden Fall schon mal, die erste Rotation ist Rosé mit Fusion Zamasu, würde ich sagen, auf jeden Fall fix, weil wir wissen, Fusion Zamasu hat einen Debuff auf Super-Types, auch auf unsere Verbündeten, deswegen würde ich auf jeden Fall Rosé und Fusion Zamasu in eine Rotation lassen. Kalkenblumen, Goku könnte man rausrotieren, reinrotieren und Uigoku mit LR Vegito Blue beispielsweise in eine Rotation behalten, es sei denn, es geht besser. Schauen wir uns mal die Charakterliste hier an der Stelle an. Und zwar, okay, was ich hier auf jeden Fall schon mal sehe. Wir haben hier, by the way, er hat für LR Vegito Blue entschieden, statt Tech Vegito Blue. Ist richtig, ist nicht falsch. Im Endeffekt könnt ihr euch, oder statt physisch Vegito Blue, im Endeffekt entscheidet ihr, welchen Vegito Blue ihr nehmt. Ist eines von den dreien bei euch am besten, dann nehmt ihn. Braucht ihr mal einen Strength-Charakter, weil ihr mit ihm Typenvorteil habt, nehmt LR Vegito Blue. Braucht ihr Physisch-Charakter, physisch. Tech. Ich denke, ihr wisst, was ich meine an der Stelle. Aber für alle, die sich fragen, ey, wer ist eigentlich der Beste von den drei? Wenn alle auf 100% wären, dann... Und wenn wir da einschätzen, beziehungsweise wenn wir da annehmen, dass mit beste Schaden-Output gemeint ist, dann macht Tech Vegito Blue am meisten Schaden von den drei Units. Er tut die legit Out-Damage durch seine Passive und durch seinen Raise-Attack und Death durch die Ulti. Anyways, kommen wir aber zurück. Und zwar würde ich hier an der Stelle auf jeden Fall Int Vegeta Blue reintun. Int Vegeta Blue rein für Kaioken Blue Goku. Warum? Weil das erste Duo haben wir gesagt, Rosé und Zamasu, die würde ich beide fix behalten. Das zweite Duo kannst du dann auf jeden Fall spielen, Ultra Instinct mit Godku, wobei ich dann Godku als einen Rotationscharakter benutzen würde, denn wenn du Ultra Instinct beispielsweise mit Vegito Blue oder Vegeta spielst, kannst du Godku als Rotationscharakter hin und her switchen, weil auch für die andere Rotation, für das Duo mit Rosé und Fusion Zamasu, gibt er an der Stelle Godly Power beispielsweise für Fusion Zamasu und für Rosé Super Saiyan etc. Also mit Linkskills versorgt er sie. Es ist nicht so, dass er keine Linkskills mit den anderen mit dem anderen Duo teilt. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall eigentlich Kalkenblue Goku raustun. Warum? Kalkenblue Goku, also Vegeta Blue ist individuell stärker. Er macht mehr Schaden. Kalkenblue Goku in dem Fall ist halt immer ein guter Rotationscharakter, weil er sehr gute Linkskills hat, die Ki geben. Aber an der Stelle haben wir ein festes Duo mit Rosé und Zamasu. Die brauchen keine Keys. Und im anderen Duo, wenn du da je nachdem spielst, Ui Goku mit Vegito Blue, dann hast du Prepared for Battle oder mit Vegeta Blue hast du auch Prepared for Battle, was Sachen Ki anbelangt. Also für Ki musst du dir keine Sorgen machen. Deswegen würde ein Rotationscharakter, die reichen meiner Meinung nach mit Godku. Deswegen würde ich da mit Int Vegeta Blue einen weiteren Charakter mit reinnehmen, der da stärker ist als Kalken Blue Goku. Das nächste Team ist von unserem Boy Fabro. Hashtag Team Osru, hier ist mein Team. Als Freund nehme ich Tech Vegito Blue mit. Sehr wichtig, denn wir haben hier LR Vegito Blue als unseren eigenen Leader. Heißt, Super Types gibt ja jeden Typus, wir müssen nicht darauf achten, dass mindestens ein Charakter im Team ist, aber ihr könnt trotzdem als Friend wie unser Dude hier Tech Vegito Blue mitnehmen. Dann müsst ihr jedoch darauf achten, dass jeder Typus mindestens einmal vertreten ist. Deswegen hat uns das Fabro gesagt, damit wir quasi darauf achten. Er selbst hat es gemacht. Beziehungsweise, vielleicht sagt ihr Stopp, oder nein, da fehlt ein Tech-Charakter. Aber Tech Vegito Blue ist ja ein Tech-Charakter und er zählt natürlich zu dem Pool. Ja, wenn zu einem Leader-Skill wird das ganze Team inklusive Friend betrachtet bei Tech Vegito oder Rosé. Heißt in dem Fall haben wir mindestens einen Typus außer Tech in unserem eigenen Team, in Fabros Team gedeckt mit Strength, Physisch, Agito und Int. Natürlich fehlt da Tech, aber dieser Tech-Unit, der fehlt nur, damit sich Tech Vegito Blues Leader-Skill aktiviert. Unser eigener Leader-Skill braucht das nicht, aber weil wir eben Tech Vegito Blues Leader-Skill aktivieren wollen, brauchen wir einen Tech-Charakter. Aber das ist der Tech Vegito Blue selbst, also dementsprechend funktioniert das Ganze auch so. Genau, und zwar, ja, dann sind trotzdem alle Charaktere dem Leader Skill entsprechend von LR Vegito Blue, ja, 6 von 10 Punkten, alle sind Max Level an der Stelle, nein, alle sind Max Awaked, ja, also 7 von 10 Punkten schon mal hier. Und dann schauen wir uns mal sein Team an, beziehungsweise die Charakterliste. Und wir müssen ja darauf achten, dass jeder Typ zumindest einmal vertreten ist. Mit Tech hatten wir unseren Friend, okay, Strength hat es entschieden für LR Vegito Blue und Goku, ja, in Gogeta würde ich auch so machen, physisch haben wir Kefla,
Ist sehr, sehr gut. Guilty muss da zwingend einen mit reinnehmen. Hat sich für Khalifa entschieden. Auch gute Wahl. Und ja, das würde ich im Endeffekt so lassen. Also im Team hast du da richtig gemacht, würde ich so sagen. Eventuell habe ich dann noch den Tech Vegito Blue als Supporter im Kopf. Als Tech Unit, aber Tech Vegito meinte ich, falls ich Tech Vegito Blue gesagt habe. Aber Tech Vegito Blue als Friend haben wir dann an der Stelle. Also man müsste ihn nicht zwingend reinnehmen, um einen Leader Skill zu aktivieren vom Friend. Dennoch. Als Sachen Support, wenn wir uns den Graph mal ansehen, warum ich dagegen entschieden habe, ist folgendes. Wir haben ja schon Support in dem Team drin, nämlich mit physisch Super Saiyan 2 Gohan. Die erste Rotation könntest du dementsprechend so gestalten. Du nimmst deinen Friend Tech Vegito Blue, lässt ihn immer eine Rotation mit Super Gogeta. In den anderen könntest du zum Beispiel LL Vegito Blue mit Goku lassen, Super Saiyan 4 Goku. Teilen sich zwar nur zwei Link-Skills, aber an der Stelle haben wir Prepared for Battle und Super Saiyan, also mit Key werden sie auf jeden Fall bekommen. LL Vegito Blue durch seine Passive so oder so, je weniger Angriff man hat. Je weniger HP man hat, aber dennoch liegt es natürlich an dir, wie die Rotation gestaltet. Also du kannst auch Khalifa und Kefla je nach Situation spielen. Was ich im Endeffekt zeigen will, ist, ein Supporter reicht sich an der Stelle, den wir rein und raus rotieren. Das wäre in dem Fall der physisch Super Saiyan 2 Gohan und dementsprechend Tech Vegito Blue und Super Gogeta würde ich auf jeden Fall in deiner Rotation behalten, aber du kannst natürlich auch LL Vegito mit Super Gogeta behalten, Tech Vegito Blue mit Goku und so weiter und so fort, wobei die es dann keine Key geben. Dennoch, wollte ich dir das auf jeden Fall mal aufzeigen, dass du da mehrere Variationen hast, mehrere Varianten. Genau, kommen wir dann zum nächsten Team, by the way. Unser Boy hat dann hier natürlich an der Stelle 8 von 10 Punkten bekommen. Er hat auch seinen Charakterpool das Richtige gemacht, beziehungsweise das Team kann man auf jeden Fall so spielen. Also gibt es einen extra Punkt dafür drauf, für unseren Boy. Fabro. Muss kurz nachsehen, wie der gleich hieß. Sorry dafür, aber Fabro, danke für die Einsendung. Das nächste Team ist von HKNX, Hashtag Team Otaru. Wie kann ich mein Team verbessern? Schauen wir uns mal dein Team an der Stelle an. Wir haben hier ein Heroes-Team. Jeder Typ ist einmal vertreten, ja, heißt 6 von 10 Punkte an der Max Awake, richtig, 8 von 10 Punkte an der Stelle. Und dann haben wir hier, wenn wir uns die Charakterliste ansehen, schauen wir mal her, welche Charaktere wir mitnehmen für jeden Typus. Wenn wir uns die Charaktere ansehen, hat er sich für Tech Vegito Blue entschieden und für Vierfachen Gogeta. Kann man so machen, dann hat er die zwei vierfachen Combo mit Strength Unit, vierfacher Goku, er gilt die vierfacher Vegeta, heißt ein Fusion in Charakter fehlt uns an der Stelle. Er hat es für Ultra Instinct Goku entschieden, rein mit ihm und für Super Saiyan 3 physisch Gotenks. Geht auf jeden Fall so, ist sehr solide. Man könnte auch natürlich hier einen Supporter mit reinnehmen. Es wäre nicht verkehrt. Oder ihr setzt quasi voll darauf, dass ihr die stärksten Charaktere mitnimmt. Und das ist halt das Geile in so einem Heroes und Villains Team. Ihr könnt da einfach jeden reinbomben. Ja. Und das sind richtig geile Charaktere, sofern sie den Niederskin sprechen. Also sofern jeder Typ einmal vertreten ist. Supporter ist nicht immer ein Supporter. Nicht immer ein Supporter ist Muss oder ein Sealer, ein Stunner, bla bla bla. Es ist nicht immer ein Muss in einem Team. Ihr seht hier im Beispiel, das Team funktioniert auch so. Das Einzige, was so ein Supporter dann noch quasi hinzufügt, ist, dass einzelne Charaktere dann natürlich mehr Schaden machen, wenn die Supporter in einer Rotation sind oder sie mit Key versorgt werden und so weiter und so fort. Aber in dem Heroes und Villains Team, da mag ich es auch einfach, alle Charaktere zu nehmen, die da eskalieren, die gut sind, die beste Wahl sind für den jeweiligen Typus in dem Team. Und das Team funktioniert allemal, deswegen würde ich an der Stelle sagen, du hast auch mit deinen Charakteren auf jeden Fall alles richtig gemacht. Also gibt es von mir schon mal 9 von 10 Punkte an der Stelle. Und genau, mir gefällt hier auf jeden Fall die SSJ-4-Kombo. Könntest du in der Rotation lassen. Vierfache Vegeta und Goku teilen sich sehr solide Link-Skills. Und in der anderen könntest du zum Beispiel Tech Vegeta Blue lassen mit Ui Goku, mit vierfachen Gogeta oder mit dreifachen Physisch Gotenks. Die vier Units haben da Over in der Flash und die linken sich sehr, sehr gut an der Stelle und haben auch keine Key-Probleme. Alles klar, und dann kommen wir zum letzten Team für heute von New D2L oder D2L. Danke für die Einsendung jedenfalls, Hashtag Team Ozu, du wolltest dir einmal mein Realm of Gods Team schicken und frage, was du davon hältst. Okay, schauen wir uns gleich an. Und wen ich am besten gegen Jiren austauschen sollte. Heißt, unser Duty will auf jeden Fall schon mal Jiren in sein Team haben. Gucken wir uns das Team erstmal an der Stelle an. Yeah, Realm of Gods Charaktere, 6 von 10 Punkte. Alle Max Awaked, richtig. By the way, Goku Black 100%, nice. 8 von 10 Punkte gibt es schon mal an der Stelle. Wenn wir uns die Charaktere ansehen, beziehungsweise du willst, dass ich hier Jiren reinpacke, oder wie man für Jiren rein tun sollte, dann stelle ich dir erstmal hier die Gegenfrage. Weil Jiren ist ein bisschen im Realm of Gods Team nicht so doll, nicht so toll, um ehrlich zu sein. Er linkt sich nicht so gut, vor allem Global und sein Awakening, er linkt sich nicht so gut im Realm of Gods Team. Man müsste schon das Team ein bisschen auf ihn bauen. Deswegen hier die Gegenfrage an dich. Also Jiren werde ich auf jeden Fall reinpacken, das wolltest du, aber lässt du. Ich werde gleich zwei Optionen zeigen. Es ist davon abhängig, ob du Jiren in eine Rotation lässt oder nicht. Beantworte schon mal die Frage für dich, dann sage ich schon mal ein bisschen was anderes und mach gleich weiter. Und zwar, die andere Rotation, beziehungsweise die erste Rotation, würde ich auf jeden Fall immer lassen,
Rosé und Goku Black. Dein Goku Black ist auf 100%. Du hast dann Fusion Zamasu hier auch noch sitzen. Den hätte ich, eigentlich würde ich sagen, tu Fusion Zamasu rein, aber dein Goku Black ist auf 100%. Du hast da wahrscheinlich nur einen Fusion Zamasu und das ist es auch. Beziehungsweise sehen wir es ja. Deswegen würde ich 100% Goku Black lassen in eine Rotation mit Rosé. Heißt, eine Rotation haben wir fix. Wenn wir uns den Graphen dann ansehen, dann ist es auch deutlich. Dann teilen sie sich hier auf jeden Fall 6 Linkskills. Heißt, die Rotation ist auf jeden Fall sehr gut gesetzt, gedeckt. Aber zur Frage, ihr seht hier was, das sind hier viel zu viele Charaktere. Ein Charakter müssen rausholen, richtig. Aber das ist eben mal eine Zeitoption. Denn Ui Goku bleibt auf jeden Fall drin, LL Vegito Blue auch an der Stelle. Beziehungsweise, ich sage dir schon mal jetzt aus vorweg, LL Vegito Blue, wenn du ab und zu physisch Vegito Blue mit reinnimmst, dann hast du eventuell einen besseren Partner, weil er auch Over the Flash hat für Ultra Instinct Goku. Aber du kannst auch LL Vegito Blue reinlassen und siehst du, sie teilen sich nur Prepared for Battle an der Stelle. Genau zur Gegenfrage. Ob du Jiren immer in einer Rotation lässt oder nicht? Falls ja, dann lass sie mit Ultra Instinct Goku in einer Rotation. Sie teilen sich 2 Linkskills, Tournament of Power gibt Key plus 3, Gatli Power, 15% auf den Angriff. Aber dafür, also falls ja, falls du ihn immer in einer Rotation lässt, dann erstens mit Ultra Instinct Goku und zweitens, dann tun wir an der Stelle Kalken Blue raus, denn beide Rotationen haben Key. Sie brauchen keinen Key-Supporter durch Kalken Goku Blue, wenn er reinkommt. Wie gesagt, Ui Goku und Jiren geben sie Key plus 3 durch Tournament of Power und Goku Black und Rosé, die brauchen keinen Key, die durch die Passive zu meinen und auch durch die Link-Skills geben sie auf jeden Fall Key. Also, falls ja, erstens Ultra Instinct Goku in der Rotation halten mit Jiren und Kalken Goku Blue raus. Falls nein, Kalken Goku Blue rein und Vegeta raus. Denn die Rotas brauchen dann an der Stelle Key durch Kalken Goku Blue. Wenn wir mal beispielsweise annehmen, du lässt quasi an der Stelle Jiren, lassen wir jetzt nicht in der Rotation, dann kommt er in die andere Rotation rein. Der gibt da gar nichts. Der gibt in diesem Team nur Goku Blue und Ultra Instinct Goku einen Link-Skill. Deswegen linkt er sich nicht so doll mit dem Team. Und deswegen brauchen wir durch Goku Blue auf jeden Fall einen Charakter, der durch in jede Rotation, wenn er reinkommt, Key sorgt. Deswegen auf jeden Fall erstmal das. Wenn du mich fragen würdest, okay, Osu, was würdest du mir empfehlen? Ich würde dir empfehlen, wenn du Jiren unbedingt spielen willst, dann würde ich Jiren mit Ultra Instinct Goku in eine Rotation lassen und Kalken Goku Blue raustun. So viel zu dem Team-Rating von dieser Woche. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.